Servus! Was geht ab? Ich bin gut angekommen hier in der Türkei und bin jetzt hier in meiner wunderschönen Suite oder Palast, könnte man fast schon sagen. Wirklich wunderschön hier. Ja, ich habe gestern eine Ansage rausgehauen und ich will nochmal ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, um was es geht, erklären, was ich mit dieser Ansage bezwecken wollte. Ihr wisst selber, es geht jetzt schon über ein Jahr, dass dieser arbeitslose Salafist mit seinem scheiß Drecksknecht Ruprecht Wikinger Pennerbart mir die ganze Zeit auf die Eier geht. Und ich habe immer gesagt, komm, weißt du was, scheiß drauf. Interessiert mich nicht. Weil ich bin 29, das juckt mich überhaupt nicht mehr. So, aber gewisse Sachen gehen nicht. Und das sind Beleidigungen gegen Eltern. So, weil Eltern haben mit sowas nichts zu tun. So, ganz einfach. Unsere Mütter haben damit nichts zu tun. Unsere Väter haben mit dieser Rap-Scheiße nichts zu tun. Andere sehen das anders. So. Die wissen ganz genau, wie sie mich kriegen können. Und jetzt habt ihr mich bekommen, okay? Ja, Bushido, du hast mich bekommen. Jetzt kriegst du dein abgefuckten Diss. Und ich will nochmal sagen, das mache ich hier nicht für Promo. Ich mache das nicht für PR-Scheiße. Mein Album kommt erst am Ende vom Jahr. Ich mache das nur für meinen Seelenfrieden. Ich habe mein Geld gemacht und Gott sei Dank geht es mir gut, okay? Ich bin happy. Ich mache das nur für meinen Seelenfrieden, weil ich konnte das nicht mehr verdrängen. Das ging einfach nicht mehr. Ich konnte das nicht verdrängen. So, die ganze Zeit, ich habe gedacht, halt die Schnauze, mein Label sagt halt die Schnauze, RTL sagt halt die Schnauze. Ich kann es jetzt aber nicht mehr, mich interessiert das auch überhaupt nicht. So, du hast damals gesagt, du wirst nicht filetieren, jetzt wirst du sehen, wie man wirklich Filets macht. Gerade meine Hardcore-Fans, die wissen ganz genau, wenn ich richtig auspacke, dann ist Game Over. Sei es in Double Time, sei es flowtechnisch, egal was. Du wirst massakriert, mein Freund. So, und ich meine das wirklich ernst, ich wollte das nicht machen. So, eigentlich schäme ich mich sogar mit 29 noch so einen Diss-Track zu machen. Sag ich dir ganz ehrlich. So, aber du legst es drauf an. Ganz ehrlich, hast du keine Hobbys? Du bist 35 oder 36 Jahre alt. Mach doch das, was andere Väter auch in deinem Alter machen. Hol deine Kinder vom Kindergarten ab. Europapark. Europapark. Geh doch mit deinen Kindern in den Europapark. So, mit deinen drei, vier Kindern. Mit deiner Patchwork-Familie. Geh doch in den Europapark. Disneyland. Es gibt so viele Sachen. Heidepark. Stattdessen konzentrierst du dich die ganze Zeit drauf, irgendwelche Scheiß-Drecksmusik von dir zu promoten. Und mit Disses und hier Beleidigungen gegen Politiker. Du solltest dich schämen. Was bist du für ein Vorbild? Wie hat so ein Typ überhaupt einen Integrationspreis bekommen? Du bist ein Vorbild für Obdachlose. Mit deinem scheiß-verschissenen, grauen Drecksbart. Du bist ein Opa. So, ich mache einen Diss-Track gegen einen Opa. So, das ist ja schon Verletzung der Menschenrechte. Was ist das? Du abgefuckter Penner und Shindy, du fettes Schwein mit deinem aufgeblähten Vätergesicht, okay? Du wirst richtig sehen. Sagst du, Bushido ist dein Mentor? Wer hat dich überhaupt dahin gebracht? Du kleiner Pisser, Alter. Du wirst schon sehen. Du wirst noch richtig was abbekommen, okay? Mit deiner schwulen Stöhnstimme. Du wirst schon sehen, was passieren wird, mein Freund. Auf einmal bist du ein Berliner geworden. Die Leute sollen sich doch mal Interviews von dir anschauen von einem Jahr. Wie hast du nur da geredet? Da saßt du dran mit der Motorradjacke, mit der Sonnenbrille und hast wie ich geredet. Googelt selber, Leute. Zieht euch das rein. Auf einmal sitzt er da, 1:1. Mimik, Gestik, Aussprache, alles von Bushido. Du bist so lächerlich. Du bist so lächerlich, mein Freund. Und auf meine ganzen SMS und Anrufe hast du bist nicht mal drauf eingegangen. Du bist nicht rangegangen. Ich hab dich beleidigt, du fetter Penner, Alter. Okay, mach ihn nicht auf Obergangster, mach ihn nicht auf Araber. So, du bist kein Araber. Du bist Michael Konrad Schindler. Okay, Konrad. Konrad, du Fettsack, Konrad, okay? Er lebt alle in eurem Film. So, ich nehme euch alle nicht ernst. Diesen Fettsack Ali, okay? Auf einmal machst du hier auf Security. Du bist dick, Alter. Du bist einfach nur ein fettes Schwein, okay? Mach hier nicht auf Security. Und auf der Harte auf einmal hier mit Stress ohne Grund. Da war nicht mal Benzin drin in eurem scheiß Benzinkanister, ihr. Egal. Ihr merkt meine Wut. Ich fuck mich schon wieder ab. Aber ist kein Problem. Ich lasse das nicht auf mir sitzen. Ein Jahr lang konstant meine Eltern beleidigt, irgendwann reicht's. Ich mach das nicht für Rap, ich mach das nicht für meine Fans, ich mach das für meinen Seelenfrieden. Okay, und ihr werdet sehen, was jetzt passieren wird. Ganz einfach. So, ich scheiß drauf. Interessiert mich überhaupt alles, interessiert mich nicht mehr. Ihr wolltet euren Diss, ihr bekommt euren Diss. Ich wollte die nie machen, ihr zwingt mich dazu, aber keiner redet so die ganze Zeit über meine Eltern. So, schöne Grüße nach Berlin. Okay, wie gesagt, ihr seid auf jeden Fall hier. Germany's next Steffi Grafs Vater. Tschüss, ihr Penner.